Markus Eisenbichler, Gratulation zum dritten Platz. Eins wird aber ganz deutlich, und das hat auch das Teamspringen untermalt, die Dichte ist unglaublich groß. Und im Teamspringen, du brauchst fast vier gleichwertige Leute. Ja, auf alle Fälle. Also man hat es wieder gesehen. Ich habe einen Sprung gehabt, der wo nicht ganz optimal war, der Karl glaube ich auch. Und der erste war aber gut. Der erste war okay, ja. Der war aber immer noch nicht so, da wo ich sage, da wo ich mich sehe. Aber die Form eigentlich ist ganz okay bei mir, sie ist jetzt noch nicht top, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, es wird von Schritt zu Schritt besser. Und, aber wenn du natürlich da vorne mitspielen willst, dann brauchst du wirklich vor jedem Athleten zwei Top-Sprünge und darf da keinen Fehler erlauben, weil die meistens machen die anderen auch keine Fehler oder selten. Und heute war es halt einfach so, dass wir zwei Fehler gemacht haben. Aber man muss erstmal Dritter werden in dem starken Feld und das ist okay. Wir haben morgen wieder Einzel und da greifen wir wieder alle an. Das ist absolut richtig. Die Österreicher haben noch ganz andere Sorgen. Bei den Slowenen geht es auch ein bisschen drunter und drüber. Nachwuchsspringer gewinnt den ersten Durchgang und dann kommen sie halt doch nicht heran. Aber das unterstreicht, wir wollen auch nicht nur über den Teamwettbewerb in TTC Neustadt reden. Es geht einfach um die Gesamtsituation. Und da sind die Norweger natürlich sehr, sehr ausgeglichen. Und dahinter kann viel passieren. Und die Polen haben auch unterstrichen, einmal mehr, meine ich, dass die These nicht stimmt, dass sie nur im Sommer gut sind. Ja, auf alle Fälle. Also die sind jetzt auch wieder im Winter, das war letztes Jahr auch schon so, die waren ziemlich stark und wir haben extremes Potenzial in der Mannschaft. Wir müssen es halt ein bisschen ausschöpfen noch, aber ich glaube, bei den Big Events, da sind wir dann gerichtet. Jetzt ist halt, heute war es ein bisschen schade, dass es nicht für mehr gereicht hat, aber ich glaube, wir sind alle nicht traurig und ja, es ist okay. Markus, täuscht der Eindruck, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, wenn du auf den Balken sitzt, dann bist du in einer anderen Welt. Auch deine Mimik, deine Gesichtszüge, als wenn du irgendwo abgeschaltet hast. Ist das jetzt Verbissenheit? Ist das vielleicht fehlende Lockerheit? Was ist das? Das ist ein Tick von mir einfach. Ich weiß nicht, ich kann es nicht abstellen. Ich mache das auch im Training, überall immer. Und das ist einfach, Das ein Ausdruck von Konzentration? Ich glaube, das ist so ein Ding einfach, wo ich mich dann in den Sprung einfach reinfühle. Ich versuche die Brille zu richten, die muss perfekt sitzen, der Helm muss perfekt sitzen. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich im Endeffekt nicht losfahren. Und es ist einfach so ein Tick geworden, jeder hat seinen Tick. Bei mir ist es einfach mit der Gestik und Mimik da, mit Nase im Mund und allem. Kannst du das Gefühl beschreiben, geht das überhaupt, wenn du auf dem Balken sitzt und wartest auf das ab? Wie groß ist der Druck dort oder kann man das beschreiben? Ich muss ehrlich sagen, bei Heimspringen habe ich immer eigentlich nicht so viel Druck, weil ich freue mich einfach, dass ich da springen darf und dass die deutschen Fans sich freuen, dass wir Deutschen da jetzt runterspringen und das beflügelt mich eher und da habe ich bei anderen Situationen schon mehr Druck gehabt, aber ich bin da eigentlich immer ziemlich im Fokus drin und versuche dann einfach am besten bloß an meine Big Points zu denken und dann das andere alles beiseite schieben. Diese Selbstsicherheit, die ihr habt, ich meine, es hätte ja um ein Haar einen Dreifacherfolg gegeben, ne? In Nischni, das waren 13, glaube ich, ja, und das wäre nach 20 Jahren, 1990 war es, glaube ich, das letzte Mal. Also die Dichte ist in der deutschen Mannschaft enorm, die Stimmung ist ausgezeichnet, das kommt auch rüber und das ist nicht gestellt, das spürt man und da hat man manchmal ein bisschen Angst, mein Gott, Olympia ist ja noch eine ganze Weile hin, sind wir vielleicht nicht schon ein bisschen zu gut teilweise? Nee, also ich glaube, jeder hat von uns noch extreme Baustellen im Sprung und speziell bei mir sehe ich noch extrem Potenzial. Was fehlt denn aus deiner Sicht? Bei mir ist Absprungübergang noch nicht so sauber und dann die Skiführung oben drüber, wo ich einfach extrem viel verliere. Ich konnte es dann schon immer richten und mit dem Flug einigermaßen, aber da gehen wir dann halt oft einmal 5 Meter ab zu den Top-Leuten und in Nischni Tagil habe ich es im Training bewiesen, da habe ich es unter Kontrolle ein bisschen besser gehabt, dass ich ja ganz vorne mitspielen kann und auch vorausspringen kann und habe es zwar dann nicht rübergebracht, aber ich sehe, es ist in mir drin und deswegen bin ich sehr beruhigt und muss einfach mit Ruhe und Konzentration weitermachen. Können wir uns auf den Nenner einigen? In der Luft stimmt alles, bei der Landung noch nicht alles hundertprozentig? Ich finde, bei der Landung, die wird auch immer besser. Immer besser, natürlich. Die wird immer besser und da muss ich auch einfach im Endeffekt konzentriert weiterarbeiten und im Endeffekt, wenn ich einen besseren Absprung habe, dann komme ich besser in Flug und dann ist auch das Landen einfacher. Das sieht man ja bei den Top-Athleten auch, wenn die einen guten Sprung haben, da schwebt man einfach hin und setzt ihn rein. Ich danke dir, du bist stellvertretend für die vier Musketiere hier. Wollen wir nicht vergessen, dass Andreas Wellinger zweimal seine Gruppe gewonnen hat. Ja? Absolute Topleistung. Ritsch ist natürlich in einer blendenden Verfassung und in dem Kielwasser, da
Da kann auch ein Markus Eisenbichler schwimmen und dann ist er auch dran und dann rabbelt es im Karton. Eben. Eben. Danke, ciao. Danke, bitte, ciao.